Als Nahed und Ali 2016 nach Deutschland flüchteten, war Nahed 15, Ali 20. Noch in Syrien hatten sie geheiratet, freiwillig aus Liebe. Die Flucht habe sie zusammengeschweißt, sagen sie. Auch wenn Nahed noch minderjährig ist, planen sie ihre Zukunft gemeinsam. Sehr glücklich in Leben. Und ich muss da ganz Leben lang mit Ali leben. Beide lernen Deutsch. Gemeinsam leben sie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im thüringischen Bad Lobenstein. Für sie unvorstellbar, dass man jugendliche Paare in Deutschland jetzt trennen will. Gülistan wurde mit 12 Jahren in der Türkei zwangsverheiratet. Mit einem doppelt so alten Mann. 15.000 Euro hat er für sie bezahlt. Die Kinderbraut bekam mit 15 das erste, mit 16 das zweite Kind. Für die heute 34-Jährige traumatisch. War 6 Jahre, war ich bin wie eine Sklavin. Und jeden Tag war es die Schlagen auch. Und eifersüchtig, ich kann nicht draußen gehen. Und ich muss zu Hause bleiben. Gülistan floh vor ihrem Mann und ließ sich später scheiden. Seit 2007 lebt sie nun in Deutschland mit einem neuen Partner. Sie suchte professionelle Hilfe, ist bis heute in psychiatrischer Behandlung. Es ist bestialisch, unmenschlich und ist menschenverachtend, Kinder zu verheiraten. Mädchen, vor allem insbesondere kleine Mädchen, in die Gewalt eines Mannes zu geben, der dieses Kind täglich vergewaltigt. Das ist ein sexueller Missbrauch von Kindern, von Schutzbefohlenen. Natürlich, das ist absoluter Kindesmissbrauch. In der Praxis der Psychiaterin Elif Çindik-Herbrüggen sitzen Frauen, die Kriegs- und Fluchttraumata erlebt oder Gewalt in der Familie erfahren haben. Darunter auch ehemalige Kinderbräute. Jeder Fall sei anders, sagt die Psychiaterin. Es kann ja auch eine Chance sein, in einen neuen Familienverbund zu kommen, vielleicht auch von einer negativen Familie. Wer will schon sein Kind früh loswerden? Vielleicht hat es einfach auch schon in der Herkunftsfamilie massive Probleme. Und wenn so eine junge Frau dann in einen neuen Familienverbund kommt, kann es auch sein, dass sie da eben Zuneigung, Anerkennung, Liebe erfährt und Aufmerksamkeit und auch eine sehr positive Entwicklung nimmt. Ali und Nahed haben ihr Glück gefunden, trotz Heirat in jungen Jahren. Ihr Beispiel zeigt, ein pauschales Gesetz zur Trennung jugendlicher Ehen kann ein glückliches Paar auch ins Unglück stürzen.